Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf dem Projekt Erlengrad. Ja, wie ihr es gesehen habt, wahrscheinlich schon, müsst ihr mal hier oben drüber gucken. Ja, wir haben März, wir haben ein bisschen mehr bekommen jetzt auf dem Konto. Ist zwar nicht viel, aber so langsam steigt es wieder. Wir haben viel ausgegeben und jetzt müssen wir auch mal sehen, dass das Geld mal wieder reinkommt, ne? Es ist viel passiert in der Zeit. Das Feld ist reif geworden mit dem Hafer. Wir müssen mähen, wir müssen mal noch das Mehl hier hochholen, mal wieder an die Bäckerei bringen und und. Lasst euch überraschen. Und direkt vorab, wenn euch das gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und läutet die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, das dazu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Wir gehen mal hier in unseren E-Träger rein und wir werden den jetzt erstmal runterschicken mit unserem Kipper. Wir dürfen jetzt nur nicht hier den Hund kaputt fahren. Ja, das wäre ja dann etwas doof. Ja, Moment. So. Ja, wir fahren jetzt erstmal hier den Trecker hier unten hin, also hier auf die Straße und lassen den dann mit dem Helfer runterfahren. So, dann gucken wir mal. Wir können jetzt ein Ziel erstellen und dann schicken wir den mal hier unten hin. Einmal klicken und dann könnt ihr euch den ja in die Richtung ziehen, wie ihr wollt. So, fertig. So, normalerweise müsste der jetzt auch hier losfahren. Normalerweise. Okay, hat er nicht. Dann fahren wir gerade noch ein bisschen was vor. Also ich glaube, das mit dem Helfer, das ist alles gut und schön, ne? Also da bin ich auch sehr von angetan. Aber irgendwie mag der noch nicht so wirklich, ne? Der zum Ziel. Aha, jetzt hat er den. Gut, dann so, als nächstes, was machen wir da? Wir können jetzt erstmal hergehen. Genau. So, jetzt. So, dann gehen wir jetzt mal her. Und werden hier an unserem John Deere erstmal die Mähwerke dran machen und werden den mal gerade in Position bringen. Und ich war auch am Überlegen, eventuell die Mähwerke zu verkaufen und diese durch andere zu ersetzen. Wir können ja gerade mal gucken, wie viel wir dafür noch kriegen würden. So, wenn wir die verkaufen würden. Ah, ne, das steht noch nicht hier drin. Das hat noch einen Wert von. Okay, dann ist das jetzt hier so drin. Okay, das wusste ich nicht. Dann hat das noch einen Wert von 11.800. Und das hat noch 15. 11 und 15, 20, 26. So, und wenn wir jetzt mal reingucken. Es gibt ja neue Mods, die könnt ihr auch gucken, wenn ihr bei heruntergeladene Inhalte im Menü guckt. Ja, da müsst ihr einfach mal reingucken. Und dann habt ihr nämlich viele schöne, tolle Mods, die auch im Mod-Hub sind. Die könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Unter anderem gibt es jetzt auch ein paar neue Mähwerke. Wir können uns natürlich für 26, naja, 26, dann hätten wir 40 und 4 und 6, hätten wir circa 50.000 übrig. Und für 50.000 weiß ich gar nicht. Ach ne, die habe ich noch gar nicht mit drin. Okay, dann muss man das mit den Mähwerken beim nächsten Mal machen. Die habe ich nämlich noch gar nicht mit drin. Es gibt nämlich welche von Klaas. Und die wollte ich mir gerne noch kaufen. So sind wir nämlich ein bisschen schneller. Aber
dann müssen wir uns erstmal hiermit auch abholen, ne? Also ist nichts Schlechtes, ne? Ohne das jetzt falsch zu verstehen. Aber vielleicht können wir uns ja hier und da halt ein bisschen was erweitern, maschinentechnisch, wo es halt ein bisschen was schneller geht, ne? Warum denn auch nicht? Gut. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal wieder hier runter. Ja, die Kühe, da müssen wir jetzt auch mal noch gerade hin. Die alle schön versorgen, hier mit Mischration. So, den fahren wir mal hier hin. Das ist mal wieder alles nachgewachsen. Und die werden wir jetzt gleich mal hier komplett mähen. So, aha, unser Helfer, der hat mal wieder alles schön geschafft, wie ich sehe. Gut, dann müssen wir halt mit dem weiter zur Mehlproduktion so hinfahren. Und dann gucken wir mal, ob der dann vielleicht den Weg hoch schafft mit dem Helfer. Ich glaube halt mit dem Patch, da ist einiges gemacht worden, gefixt worden, aber das hat, glaube ich, so das eine oder andere, glaube ich, auch wiederum rausgehauen. Warum auch immer. Aber man muss ja auch wiederum sagen, wir sind jetzt die dritte oder vierte Woche nach Release. Also alles entspannt, ne? Man muss mal auch dann wieder die Kirche im Dorf lassen, so sage ich immer. Und ja. Also wenn sich der ein oder andere fragt, warum machst du überhaupt hier diese Erlengrad? Ja. Also ganz ehrlich, ich habe die im 19er gar nicht gehabt und ich wollte halt gerne mal jetzt hier im 22er diese Karte bespielen. Aber auch, Moment, dann laden wir die jetzt mal hier alle auf mit unserem Autoload. Gucken wir mal, dass man das alles hier drauf kriegt. So, sichern. So, und dann gucken wir mal, ob wir den jetzt unbeschadet wieder hier hoch bekommen. Mache ich mal hier das Ziel, hier rüber. Fertig. So, er fährt. Gut. So, ja, also warum spiele ich die Erlengrad? Ich habe sie im 19er nicht gespielt und wollte sie gerne hier mal B spielen. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, sage ich mal, ne, warum ich das gemacht habe oder mache. Ne? Und warum denn nicht? Man kann ja auch mal Standardkarten, genauso wie das früher im 19er, jetzt ist hier der Hund, das gibt es doch gar nicht. Ist genauso wie im 19er damals, ich habe es viel gehabt, die Felsbrunnen, aber bin dann auch schnell nachher auf Modkarten gegangen. Was ich sehr gern gehabt habe, war die Gemeinde Rade. Und auch muss ich dazu sagen, für mich war immer toll Schwatzing, die Karte. Und was ich auch gerne gespielt habe, was für mich neben auch der Map, wo ja wirklich alles irgendwie möglich gemacht wurde, der Hof Bergmann, war für mich irgendwie so vom Flair, das war für mich die Holzer-Map. Also für mich war es wirklich eine sehr, sehr schöne und tolle Karte. Ah, guck mal da, da kommt unser E-Träger. Mal gucken, ob er es schafft. Ah ja, der fährt ziemliche... Ob da wohl Alkohol am Steuer war? Wir wollen es doch mal nicht hoffen, oder? Naja, auf jeden Fall, die Holzer-Map, die fand ich schon sehr, sehr gut. Und so gewisse Karten wünschte ich mir halt auch hier im 22er. Aber nochmal, wie gesagt, das ist ne, die dritte oder vierte Woche nach Release. Da braucht alles seine Zeit und ich gehe damit voll cool. Ne? Also wird auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wenn dann gewisse Karten raus sind, die auch mir gefallen, wo ich dann sage, so, und jetzt tun wir mal wechseln. Ne? Dann
werde ich hier so nach und nach dieses Projekt, ja, ich will nicht sagen beenden, aber ich glaube, ich würde umziehen, sagen wir mal so. Ne? Also ich will das nicht dann an den Nagel hängen, so nach dem Motto. Ich glaube, wir fahren das mal anders hin, sonst machen wir noch eins was kaputt hier an der Frucht. Ja, wie fahren wir jetzt am besten? Wie platzieren wir das? Machen wir... Ja, fahren wir mal gerade so. Ja, Leute, ich bin irgendwie gerade mal guter Dinge. Also ich sehe bei mir hier 60 FPS und ich glaube, ich habe auch jetzt ja, hier im Nachbarfeld, da kann man nichts gerade kaputt machen. Da fahren wir mal kurz drüber. Ich bin irgendwie überrascht. Ich glaube, ich habe hier irgendwie den Fehler gefunden, wo dran nicht lag. Und ja, wenn es so weitergeht, bin ich holzend zufrieden, ne? So, hier drauf lassen wir jetzt den Helfer laufen. Ah, Moment. Wie wollen wir das machen? Wir gehen erstmal in unsere Helfereinstellung, alternative Helfer. Lass mal an und sagen auf und ab. Ich will hoffen, das passt so. Drücken wir einfach H. Jetzt sind wir mal gespannt. Nee, das macht er noch nicht so, wie ich will. Dann muss man... gerade wie normaler Helfer. Ich glaube schon. Ja. Das macht er. Aber der verteilt mir jetzt das Stroh, ne? Muss ich gerade nochmal anhalten. Ich will ja das Stroh haben. So. Dann starten wir den jetzt. Normalerweise sollte der das jetzt mit Strohablage machen. Ja. So, also der läuft. Den haben wir platziert. Und der Trecker ist auch angekommen. Sehr, sehr gut. So, dann laden wir gerade noch hier oben das Mehl aus. Und dann muss ich gerade mal was nachschauen. Brot haben wir jetzt auch schon da. Da müssen wir jetzt gerade noch rückwärts reinfahren hier. Weil das Brot, das können wir nämlich dann auch verkaufen. Müssen wir jetzt mal sehen, dass wir langsam mal wieder an Geld kommen, ne? Weil ich war mir überlegen, das Mehl auch zu verkaufen, aber... So, Spanngurte lösen. Fahren wir gerade hinten rein. So. Dann wird das automatisch abgeladen und befüllt. So, Fleisch können wir auch. Brot wird hier nicht angenommen. Ja, das will ich ja auch nicht da abliefern, und ich will das ja nur aufladen. So, Brot 4000. Okay. So, jetzt muss ich mal gerade dort nachgucken, ganz kurz. Okay. So. Ja, dann lassen wir das mal so hier stehen. Dann bringe ich das mal auf jeden Fall mal noch weg. So, schön. Die Bäume fangen wieder an, grün zu werden. Das ist nämlich sehr schön. Gefällt mir eher als diese kalte Jahreszeit, die wir auch jetzt leider haben. Was heißt leider? Der eine findet schön, der andere findet das nicht schön. Naja, gut. So, was steht als nächstes an bei mir hier? Bei mir steht definitiv an, hier die Felder mähen. Und dann richtig vorbehandeln, dass wir auch alles gewalzt haben, gekalkt haben. Unten das Feld, machen wir mal gerade hier den Sprint. Ein bisschen was schneller rein. So, jetzt sind wir da. Also hier das Feld, das muss gepflügt werden. Muss man mal gucken, ob ich mit einem tiefen Lockerer ausleihe oder miete. Und dann legen wir das mal komplett hier um. Ja, das solltet eigentlich erstmal
von dieser Folge gewesen sein in den nächsten Folgen. Es steht immer mehr an jetzt. Wir müssen sehen, dass wir vorankommen, weil so langsam läuft hier auch die ganzen Produktionen an. Also sprich, dass wir Milch gewinnen, Brot verkaufen und. Dann müssen wir wieder sehen, dass wir das Gras reinholen. Ihr merkt, es wird viel. Und nach und nach kommen ja noch neue Mods raus. Und vielleicht kann ich euch ja da auch noch einiges zeigen. Ich mache mir mal Gedanken. Ja, vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und deshalb sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.